Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von Farming Live heißt es, genau. Wir müssen nochmal hier zum Markt, denn Karotten wollte er haben und Sonnenblumenöl will er auch haben. Ich fahre jetzt nochmal hier rüber und dann kaufen wir es einfach mal hier. Einfach weil wir uns mit den Nachbarn natürlich gut verstehen wollen. So, verarbeitete Produkte. Ne, der wollte nur Sonnenblumen haben, ne? Was wollte der jetzt haben? 40 Sonnenblumen, das kriegen wir hin. So, die haben wir zwar selber nicht angebaut. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt liefern wir die das Produkt dahin. Das sollte doch eigentlich klappen. Na. Wo auch immer jetzt der eine Quest abgeblieben ist, zufällige Quest, Robert wartet auf deine Antwort. Ja, was? Robert! Da ist doch der Robert. Was will er denn jetzt? Der ist ganz schön verwirrt, der Robert. Hier ist der Michael. Ich guck mal, wir haben ja irgendwie, das hier ist jetzt, ne, das Dorf. Ob ich hier noch irgendein Gebäude sehe, was so ähnlich klingt wie das, wo wir gucken sollten, aber die haben alle hier keine Quest. Alter, was gibt's denn hier alles? Autoreparatur machen diese. Wir fahren mal zurück zum Hof. Wo ist denn mein Hof? Teilehandel, Fahrzeughandel. Wie, unser eigener Hof ist nicht da? Okay, dann müsste ich natürlich jetzt wissen, wo der Hof ist. Das wäre da schon ganz schön praktisch. Hier ist auf jeden Fall eine Bushaltestelle. So, was ist denn eigentlich hier? Geh nach Hause, feuere. Alles ist in Ordnung, okay. Bei dem passt alles. Der hier ist am Spritzen. Der Mümmelmann ist glücklich. Das sieht alles ganz gut aus. Ja, dann kommen wir ja wieder zurück in die Stadt. Wo haben wir denn unsere Tiere? Ein Hund, ein Hase. Arbeitnehmer. Ah ja. Nichts tun. Da ist die gute Linda. Mitarbeiter ist in Bewegung. 30 von 10. Ja, dann können wir die Karotten ja wieder verkaufen. Das war ja irgendwie voll falsch. Hier. Fahren wir jetzt zum Handeln. Ja, und dann, wie gesagt, Hof erweitern, vielleicht mit weiteren Mitarbeitern. Mal gucken. Wieder mal so ein großes Feld machen. So, wir verkaufen alles. Gut, und dann bitte fahr in die Garage. Wie soll man denn hier die Orientierung behalten? Sag mal. Kannst du mir das mal sagen? Du? Ja, genau du. So, genau. Ich würde da mal versuchen, ob wir hier mal ein größeres Feld machen können, wo wir auch mit Maschinen arbeiten, aber wir haben so viel Geld ja noch gar nicht. Haben wir den weiteren Wettbewerb? Nein. Zufällige Quest geht nicht, weil Robert wartet ja auf Antwort, aber tut er ja gar nicht. Dann würde ich sagen, wir machen hier schon mal ein bisschen weiter frei. Ja, das ist ja ein praktisches Auto. Es fährt von ganz alleine in die Garage, ne? Und die kümmert sich auch ganz alleine um die Kaninchen. Also offenbar, wenn die Leute hier auf dem Hof sind, scheinen die auch so ein bisschen Eigenleben zu haben, was ja gar nicht mal so falsch ist.
So, Hund und Katze braucht Essen. So, Linda heilen. Füttern. Mhm. Steht in der Warteschlange. So, da ist Hundi. Da wird das... Ah, guck mal, das Essen wird rausgeholt. Und jetzt gibt's lecker Fleisch. Aber wo ist denn Hundi? Hundi! Ah, da! Ach, die Katze bekommt Fleisch und der Hund bekommt Milch? Nee, das ist die Katze, ne? Das ist der Hund. Meine Güte. Garderol. Hund und Katze. Habe ich jetzt eine Hund-Katzen-Schwäche oder was? Was mit ihm? Was hat er denn? Erholen oder was? Kümmern wir uns um die Nachbarschaft. Ja gut, wenn es Nachbarschaft ist, dann müsst ihr eventuell... ...hier in der Nähe jemand sein, der auf die Sachen wartet. Was ist denn hier? Mhm. Linda hat nichts zu tun, dann sollte die mal holen. Ah, sie sind random Kisten. Bin ich mal gespannt. Ja, guck mal. Da sind 10 Kartoffeln und 10 Weizen oder so drin. Ah, keine Ahnung, was die machen. Können wir die vielleicht unserem Lager hinzufügen und dann für Quests benutzen? Die Nacht bricht an. Kümmere dich um deine Felder und Tiere. So, bringt ihr die jetzt da rein? Wo sehe ich denn jetzt, was da alles im Silo ist? Boah, ist das alles kompliziert hier. Silo. Kapazität 135 von... Diese Benachrichtigungen gehen mir wirklich auf den Zeiger. Die funktionieren wirklich nicht gut. Verarbeitet... Obst. Achso, da ist das globale Inventar. Gut, die erholen sich. Belinda kann sein Ziel nicht erreichen. Mhm. Was soll das eigentlich bedeuten, dass das Produkt lange nicht mehr benutzt? Wieso? Haben wir eigentlich jetzt schon irgendwie Honig erzeugt? Honig? Wer denn der? Das ist Sonnenblume. Kekse. So, die Nacht hat begonnen. Schauen wir unsere Statistiken an und vergleichen sie mit den lokalen Landwirten, okay? Hä? Heute erreicht 215. Willkommen bei der Zusammenfassung des Tages. Hier findest du Informationen und Statistiken über den letzten Tag des Wettbewerbes. Auf der Liste stehen auch lokale Landwirte, die mit dir um den besten Platz konkurrieren. Für einen Platz auf dem Siegertreppchen wärst du mit Erfahrung und Geld belohnt. Aha. Also ich kann mit den Werten ja jetzt schon halt nichts anfangen, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Weißt du, was das Wichtigste ist, dass du dich bemühst? Morgen ist auch ein guter Tag, um die Pracht des Hofes deines Großvaters, natürlich war es der Hof des Großvaters, wiederherzustellen. So. Zeit für den Hof. Kekswettbewerb. Wir erinnern dich daran, dass wir jedes Jahr in unserer Stadt einen Wettbewerb im Keksessen organisiert wird. Seit Jahren wird er von der gleichen Person gewonnen. George, das Keksmonster. Aha.
das letztes Jahr 200 Kekse gegessen hat und immer noch versucht, diese Kalorien in der Turnhalle zu verbrennen. Zugegeben, George betrügt ein wenig, weil seine Kekse sehr klein sind, aber die Regeln des Wettbewerbs waren nicht für seine Schlauheit gemacht. Mhm. Und jetzt? Es gibt gerade keine Quests. Ah ja, gut. Dann machen wir hier mal weiter. So, dann machen wir mal platt. Warum können wir hier eigentlich nur... Was zum... Früchte sammeln. Wieso sammelt er die Früchte? Die sind für die Bienen. Wo bringt er die jetzt hin? Ich bin verwirrt. Können wir denn an dem Haus was ändern eigentlich? Und wieso steckt sie hier fest? Wo will sie denn überhaupt hin? Mhm. Ja. Die Mitarbeiter verfügen über eine Ruhephase, die mit der Zeit abnimmt. Die Mitarbeiter ruhen sich nachts aus oder ziehen sich in die Zentrale zurück, wenn ihr Energielevel unter ein bestimmtes Niveau fällt. Sobald sie ihre Ruhepause beendet haben, kehren sie zurück, um ihre Aufgabe fortzusetzen. Du kannst sie auch manuell in den Ruhestand schicken, indem du den Mitarbeiter auswählst und das Symbol nach Hause gehen im Bedienfeld wählst. Die Mitarbeiter können sich auf einer Bank ausruhen. Denk daran, Mitarbeiter in der Betriebe Bank zur Verfügung zu stellen. Okay. Wie ist es mit dem kleinen Hoppelmann? Die ist glücklich. Ist das hier? Ich verkaufe das Tier für 50. Für wie viel haben wir den gekauft? Ja, ist es wahrscheinlich Mästen oder so, ne? So, Linda, pass auf. Du hast nichts zu tun. Mhm. Geh mal ins Haus. So, jetzt würde ich gerne wissen... Linda hat nichts zu tun, kommt wieder raus. Okay. Was ist hier? Feuchtigkeit, Unkrautbekämpfung. Kann sie jetzt mit hier helfen, weil das Feld so groß ist? Mhm. Vielleicht geht das, ja? Oh, der hat den ganzen Tag nichts zu tun. Das ist schon sehr belastend. Vielleicht können wir dem hier ein zweites... Kann der hier irgendwas machen? Aber die produzieren keinen Honig. Vielleicht haben die zu wenig Büsche oder so. Können wir noch mehr Büsche dahin pflanzen? Ich dachte gerade, das sind Kekspflanzen-Garderol. Natürlich. Bäume. Himbeeren. Apfelbaum. Pflaumenbaum. Erdbeerstrauch. So, hat er was zu tun da hinten. Oh, das ist aber schön eigentlich, ne? So, geht's den Tieren gut? Das Kätzchen muss mal gewaschen werden. Wo ist denn Linda schon wieder hin? Achso, die machen jetzt das Feld zusammen. Weil das zu groß ist, ne? Ja. So, können wir denn irgendwo unsere Kosten-Nutzen-Analysen sehen? Haben wir hier irgendwie Statistiken? Verarbeitet... Irgendwie Statistiken, wie viel Geld wir verdient haben oder irgendwie sowas? Oh, Wettbewerb. So. Martha. Molkereiladen, 30 Karotten. Okay, das machst du mal. Transferprodukte. Wieso haben wir keine Karotten? Achso, die werden gerade geerntet. Geh schon mal dahin. Der Hund muss gereinigt werden. Mach das mal. Ja? Hund. Und was mit der Katze? Ja, was ist denn mit der Katze?
Muss auch gereinigt werden, obwohl es regnet. Ach, vielleicht gerade deswegen. Also eine nasse Katze. Mh. Oh Mann. So, ist gereinigt. So, jetzt müsste die Aufgabe, die Questaufgabe aber hier irgendwo sein, ne? Zufällige Quest. Martha wartet auf eine Antwort. Okay, wo stand die nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Auf jeden Fall, die Möhrchen werden jetzt reingebracht. Ja, finden wir raus in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Wenn es heißt, wir spielen Farming Live und ich versuche hier irgendwie klarzukommen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und danke fürs Zuschauen.